Also wir sind in der Schwarzlichtfabrik in Nürnberg. Das ist ein Schwarzlicht-Minigolfladen hier. Gibt es auch richtig abgefahrene Minigolfbahnen. Hier muss man zum Beispiel so ein Blatt hoch. Und dann hier außen rum. Und der Ball geht hier letztendlich ins Loch. Mit dem ganzen Neon erinnert es mich ein bisschen ans Roboter-Restaurant in Tokio. Mich das erinnert, wo ich das letzte Mal so kranken Neonschein gesehen habe. Das Roboter-Restaurant in Tokio. Also für mich zählt's. Das ist bescheiden. So, and the next task is... Weiß ich noch. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Wandbemalung, aber ein paar Löcher davon sind echt. Für Erwachsene ist 8 Euro und das ist vollkommen okay. Man kann nach den Spielen hier nochmal durch die komplette Bahn durchgehen und einfach die ganzen geilen Zeichnungen bewundern. Und das Beste an der Schwarzlichtfabrik ist, die haben feuchtig, um sich die ganze scheiß Farbe aus dem Gesicht abzuwischen. Ich die dachte, gut. Ich dachte eigentlich ans Bubis Barbecue, was gleich daneben ist. Die besten Rips in Nürnberg!